Guten Tag, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Editha Weber, ich bin Historikerin und ich liebe Pflanzen, interessiere mich sehr für Frauen in der Gartenkunst und ich habe inzwischen auf meinem Kanal eine kleine Reihe gestartet, Pflanzen im Winter. Vielleicht haben Sie das ein oder andere schon gesehen und ich habe die Gelegenheit heute genutzt, wieder hinauszugehen in den Garten, denn es hat geschneit und ich stehe wieder vor meiner schönen Hainbuchenhecke und heute möchte ich eine Pflanze in den Mittelpunkt rücken, die ich sehr, sehr mag. Sie werden sie bestimmt kennen. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, es ist eine altmodische Zimmerpflanze. Es ist das Alpenveilchen. Meine Großmutter hat sie geliebt. Sie hat sie immer so zur Winterzeit, zur Herbstzeit in der Wohnung, in der Stube stehen gehabt. Und das Besondere ist, das ist eine der Pflanzen, ich glaube, die ist heute wieder richtig schick, richtig en vogue. Und das Alpenveilchen, das wir kennen als Zimmeralpenveilchen, meine drei Exemplare mögen mir verzeihen, dass ich sie heute hier in den Garten geholt habe, die haben natürlich Vorfahren, die kommen aus der Natur. Schon im Mittelalter, da haben sich die Menschen die Alpenveilchen, und Sie hören es ja schon am Namen, in den Alpenregionen, da sind sie heimisch, in die Gärten geholt. Vor allem auch in die botanischen Gärten, in die Liebhabergärten. Und der Name Alpenveilchen, der erinnert an die Herkunft, also heimisch in den Alpenterritorien. Aber es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten. Aber interessant, auch Zyklamen wird es genannt. Zyklamen, da hören Sie das griechische Wort Zykluskreis, es bezieht sich auf die kreisförmige Knolle, die dieses Alpenveilchen besitzt, unterirdisch. Und sie lieben so den lichten Schatten, also unter Bäumen und Sträuchern, da sind sie zu finden, heute auch noch in der Natur. Allerdings nicht diese hier, das sind ja Zimmeralpenveilchen, aber es gibt sie nach wie vor ja als Pflanzen, die man auch im Garten kultivieren kann. Also ich habe die bis vor kurzem auch draußen stehen gehabt. Jetzt habe ich sie ein bisschen schon zur Seite reingeholt, zumindest in den Nächten, weil es doch sehr, sehr kalt ist. Aber interessanterweise, die Alpenveilchen im Mittelalter, die nannte man übrigens auch das Schweinebrot. Offensichtlich hatten die Schweine sehr großen Gefallen daran, diese kreisförmigen Scheiben zu fressen, sie auch zu suchen, schon im Wald, wenn sie dort in einem Hütewald unterwegs gewesen sind. Es war lange Zeit eine Pflanze für Liebhaber, für Botaniker, aber vor allem im 19. Jahrhundert, da haben sich die Engländer sehr interessiert in der Züchtung für Alpenveilchen. Alles, was mit den Alpen zu tun hatte, das war en vogue in Großbritannien. Man liebte es, in die Alpen zu fahren, um dort eben zu wandern oder später sogar auch zu klettern. Und so um 1860 haben die Engländer sich sehr damit beschäftigt, ein Alpenveilchen eben auch für die Zimmerkultur zu kultivieren. Dazu sind allerdings die Vorfahren nicht aus dem Alpenvorland gekommen, sondern aus den Bereichen etwa des östlichen Mittelmeeres, zum Beispiel eben auch aus der Türkei. Das Zimmeralpenveilchen hat eben auch die Vorfahren beim Zyklamen persicum, das in diesem Falle nicht darauf Bezug nimmt, dass es aus Persien gekommen sei, sondern eben vom Pfirsichfarbenen. Naja, schon im späten 19. Jahrhundert, da waren eben verschiedene Farben, verschiedene Arrangements eben in der Art der Größe gezüchtet worden. Und die wurden eigentlich immer größer. Die Exemplare, die Sie hier jetzt sehen, die ich in der Gärtnerei meines Vertrauens gekauft habe, die sind ein bisschen kleiner. Das ist jetzt gerade auch so eine richtige Mode, in Alpenveilchen in nicht ganz so großer Größe, vor allem auch der Blüten zu zeigen. Aber sehr interessant sind vor allem auch die Blätter, die oft sehr unterschiedlich in dieser schönen Schattierung erscheinen. Also die sind so richtig faszinierend, auch ein bisschen in diese Idee hell und dunkel schon gefasst. Alpenveilchen mögen es allerdings, ich sagte schon, kühl und schattig. Und ich finde, sie sind in der Wohnung gar nicht so leicht zu kultivieren, gar nicht so leicht zu halten. Sie wollen eben nur mäßig Wasser haben und sie wollen eben nicht so einen warmen Bereich. Sie wollen so recht kühl stehen. Sie wollen aber auch nicht im Zug stehen und sie mögen überhaupt keine pralle Sonne. Ich habe sie also jetzt rausgeholt, um sie Ihnen einmal zu zeigen und bringe sie natürlich gleich wieder ins Haus hinein. Also fürs Kalthaus, so haben die Engländer sie eigentlich mal gezogen, da sind sie perfekt. Aber heute ist es gar nicht so einfach, einen schönen Platz für sie zu finden. Ich hoffe, das hat Ihnen jetzt gefallen, nochmal so historischen Rückblick zu haben in die Geschichte der Alpenveilchen, also alten Schweinebrot. Übrigens um 1900, da waren Zimmeralpenveilchen schon sehr populär in den Großstädten. Denken Sie an Wien, an Berlin oder auch an München. Da konnte man in den Gartengeschäften bereits solche schönen Zimmeralpenveilchen kaufen und es war dann ganz schick, sie auf dem Fensterbrett zu kultivieren. Ich hoffe es. Sie werden nächstes Mal wieder einschalten, dass Sie wieder ein bisschen etwas über die schönen Pflanzen im Winter und vor allem die Pflanzen zur Weihnachtszeit erfahren, vielleicht sogar wieder drinnen. Ich schaue mal, wie das Wetter ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihre Kulturgärtnerin Editha Weber. Auf Wiedersehen. Tschüss.